Meine Damen und Herren, ich grüße Sie und in der Tat möchte ich Sie mitnehmen auf eine Reise. Quantentechnologie, das geistert durch die Gazetten, durch die Medien, selbst unsere Politiker sprechen mittlerweile von Quantensprüngen. Ja. Und manchmal weiß man nicht, ob Ihnen wirklich klar ist, wie klein ein Quantensprung tatsächlich ist. Die Frage stellt sich, was steckt eigentlich dahinter, was ist das überhaupt? Und typischerweise, das ist das, was ich so erlebe, was wir so erleben, wir Quantenphysiker, ich gucke da noch auf den Kollegen Johannes Dehnschlag, der auch zu dieser Truppe gehört, da öffnen sich immer die Augen und dann hat man das Gefühl, da sind große Fragezeichen und das Ganze ist verbunden mit irgendwas Magischem, Esoterischem, fernab von dem, was so in der Alltagswelt sich abspielt. Und das ist ein Ziel dieser kleinen Reise, Sie davon zu überzeugen, dass die Quantentechnologie eine Folge ist der technologischen Entwicklung des 20. Jahrhunderts. Dass in der Tat Quantentechnologie bereits im 20. Jahrhundert eingesetzt wurde und entwickelt wurde und wir nur diesem Pfad im Grunde weiter folgen. Und so beginnt mein Vortrag mit einer Entdeckung, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts tatsächlich die medizinische Diagnostik revolutioniert hat. Sie alle kennen vielleicht dieses Bild. Ich begrüße Sie jetzt, Frau Alpsteiger, hier von der Bühne. Sie alle kennen dieses Bild, Robert Kochs Hand. Ja. Die sogenannten Röntgenstrahlen, die dann 1901 mit dem ersten Nobelpreis der Physik geehrt wurden, es war zunächst nicht klar, was für eine Form von Strahlen sich hinter diesen Röntgenstrahlen verbergen. Und es wurde im Grunde erst im Laufe des 20. Jahrhunderts klar, dass es sich um eine Form von Licht handelt. Dass es sich hier um Lichtwellen handelt, mit denen es gelingt, nicht invasiv, würde der Mediziner sagen, zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit tatsächlich in den menschlichen Körper hineinzublicken. Übrigens für Herrn Becker, Remscheid-Lennep ist der Geburtsort von Konrad Röntgen mit einem wunderbaren Museum, in dem also diese Dinge dargestellt werden, weil er eben auch aus der Ecke kommt. In etwa der gleichen Zeit wurde der Grundstein gelegt für eine andere Technologie. Es wurde nämlich der Röhrenverstärker von Herrn Lieben, so sah das Ding aus, auf den Weg gebracht. Und der Röhrenverstärker ist ein Gerät, mit dem elektrische Ströme verstärkt werden. Ja. Und unsere gesamte Technologie, die sich heute in diesen kleinen Geräten findet, die wir alle in der Hosentasche haben, wäre nicht möglich mit solchen Verstärkern, die natürlich nicht mehr solche Ausmaße haben, sondern winzig klein sind. Und die Tatsache, dass die winzig klein sind, hat auch mit Quantentechnologie zu tun. Die Vorstellung damals war, dass da Ströme langlaufen, die aus irgendwie geladenen Teilchen bestehen, aber es war eigentlich nicht wirklich klar, welchen Ursprungs diese Objekte sind. Und das, was im Laufe des 20. Jahrhunderts im Nachgang dieser Entwicklungen eigentlich einsetzte, etwas, was das gesamte 20. Jahrhundert hindurch die Physik, die Chemie, die Biologie, die Medizin bewegt hat, war zu erforschen, was liegt im Innersten der Materie, woraus bestehen die Dinge, die wir so in unserer Alltagswelt wahrnehmen. Also der Weg in die Materie von solchen makroskopischen Objekten, Wasserwellen oder solchen Objekten, Kristalle, die DNA, die unsere gesamte genetische Information enthält, bis hin zu atomaren oder subatomaren Strukturen. Und wenn man, und damit beginnen jetzt drei Folien, die sozusagen pädagogisch Sie darauf vorbereiten, dass jede Technologie auch verbunden sein muss mit Grundlagenforschung. Und ich versuche Ihnen jetzt auf drei Folien zu vermitteln, was Quantenphysik ist. Ja? Als Eingangsstatement beginne ich damit, dass das nichts ist, was irgendwie fernab unserer Vorstellungswelt liegt, ja, oder dass das irgendwie magisch ist und das, was in diesem Ding hier sich vollzieht, ja,
Und was passiert, wenn Sie mit diesem Ding kommunizieren, das können Sie sich auch nicht vorstellen. Und trotzdem gehen Sie davon aus, dass es Menschen gibt, die das bauen können, die das konstruieren können. Und genau so sieht das auch mit der Quantenphysik aus. Ich hatte schon erwähnt, und das ist auf diesem Bild hier ja schön zu sehen, dass wir in unserer Welt, solche Phänomene beobachten, nämlich materielle Objekte und Objekte, denen wir Wellencharakter zuschreiben. Und die elektromagnetischen Wellen, die eben die Grundlage sind der sogenannten X-Rays oder der Röntgenstrahlen, gehören zu dieser Klasse. Und das, was Herr Lieben in der Verstärkerröhre beobachtet hat, gehört zur Klasse der materiellen Objekte. Und Sie müssen im Grunde, wenn es um Quantenphysik geht, nur zwei Dinge wissen. Sie müssen nämlich einmal wissen, dass in der Mikrowelt die große Gleichmacherei stattfindet. Da gibt es keine Wellen und keine Teilchen mehr oder materielle Objekte, sondern Sie müssen akzeptieren, und das ist eine Beobachtungstatsache, dass materielle Objekte Wellencharakter haben. Also Atome oder Elektronen, die Objekte, aus denen unsere Makrowelt zusammengesetzt ist, hat Wellencharakter. Und da kann man sich jetzt fragen, wie kann ich mir das vorstellen? Nein, das kann ich mir auch nicht vorstellen und Sie werden sich es auch nicht vorstellen können, aber man muss es akzeptieren als eine Tatsache, so wie wir viele mikroskopische Beobachtungen im Grunde uns nicht vorstellen können. Aber sie eben offenbar als experimenteller Befund zu gelten haben. Und das Zweite, dass solche Mikroobjekte eines Typs, also zum Beispiel Elektronen oder Atome, alle ununterscheidbar sind. Wenn ich Ihnen das zurufen würde, Sie sehen alle gleich aus, dann käme großer Protest, ja? Denn jedes Gesicht ist individuell gestaltet. Und das ist eben bei den Elektronen oder bei den Wasserstoffatomen nicht so. Ja, alle Wasserstoffatome, die es gibt, sehen alle gleich aus und alle Elektronen und alle Neonatome. Das heißt, sie haben im Grunde einen Pool an Objekten, die ununterscheidbar sind. Und diese beiden Eigenschaften, dass nämlich diese Mikroobjekte wellenartigen Charakter haben und auf der anderen Seite ununterscheidbar sind, das sind die wesentlichen Eigenschaften, die die Theorie, die jetzt diese Physik beschreibt, nämlich die sogenannte Quantenphysik, zugrunde legt. Und wenn Sie sich vorstellen, was man mit Wellen machen kann, dann denken Sie an sowas. Ja? Sie stehen in der Friedrichsau und schmeißen zwei Steinchen rein und dann sehen Sie solchen schönen Muster. Und genau das ist es auch, was solche Quantenobjekte zeigen. Quantenobjekte sind wellenartig und sie können Anlass geben zu solchen Überlagerungen. Der Physiker spricht dann von Interferenzen. Sie kennen das an Ölflecken beispielsweise, wo Sie dann das Spektrallicht der Sonne sehen, oder eben so. Und das heißt, die Interferenz zwischen Quantenobjekten ist eines der Kennzeichen. Wir sprechen technisch gesprochen von Superposition. Die Quantisierung ist ebenfalls eine solche Eigenschaft und die entsteht genau dann, wenn solche Wellen sich nicht auf einem See ausbreiten können, sondern wenn sie eingeschlossen sind in eine Geometrie. Ja, ich werde gleich ein Beispiel zeigen. Und dann bildet sich das aus, was wir technisch gesprochen stehende Wellen bezeichnen. Das finden Sie auch, wenn Sie Violine spielen beispielsweise, oder Herr Zischig ist ja nicht da, aber wenn er Schlagzeug spielt, dann setzt genau das gleiche Phänomen ein, dass nämlich die Saiten der Violine oder die Oberfläche des Drums nur mit ganz bestimmten Wellenlängen schwingen kann. Und genau das passiert auch mit diesen Mikroobjekten. Und ein Beispiel zeige ich Ihnen hier, das ist nämlich das Spektrum des Wasserstoffatoms. Was Sie hier sehen, das sind die Wellenmuster des Elektrons, das sich durch die elektrischen Bindungen an den Atomkern, das ist ein positiv geladenes Objekt, sogenannte Proton, also das Wellenmuster, das sich ausbildet, wenn das Elektron gebunden ist in diesem Kasten, das wir Atom nennen. Und Sie sehen, dass das also ganz ästhetische Formate annimmt. Und nur ganz bestimmte Wellenmuster sind tatsächlich möglich. Und dass nur ganz bestimmte Wellenmuster möglich sind, liegt eben daran, dass sogenannte stehende Wellen
eben mit bestimmten geometrischen Abmessungen der Quantenobjekte verträglich sein müssen. Und was passiert, wenn Sie dann Wasserstoffatome spektroskopisch untersuchen, sprich, wenn Sie das, was es ja gar nicht mehr gibt, wenn Sie die alte Leuchtstoffröhre sich anschauen, ja, da ist im Grunde ein Gas drin und dieses Gas fängt an zu leuchten. Wenn Sie das mit reinem Wasserstoff machen, dann sehen Sie eben nicht das gesamte Farbspektrum, sondern Sie sehen so eine Linie oder so eine Linie oder so eine Linie. Und die entsteht immer genau dann, wenn ein solches Wasserstoffatom von einem solchen Zustand, von einem solchen Wellenmuster in ein solches Wellenmuster hineinspringt. Und das ist der berühmte Quantensprung. Ja? Jedes Mal, wenn sich das Wellenmuster von einer Form in eine andere Form ändert, dann gibt es einen Quantensprung und dann wird überschüssige Energie vom Atom ausgestrahlt in Form von Licht und das reicht dann eben vom Roten bis ins Tief-Ultraviolette beispielsweise hier. Das heißt, dieses Bild, was ich Ihnen schon gezeigt hatte, dass man hier also so Elektronenbahnen hat, die zum Beispiel sich auch im Logo der Universität Ulm finden, das ist vollkommen unphysikalisch, das wissen Sie jetzt. Ja? Sondern eigentlich müsste das so aussehen. Das Elektron ist eben kein Planet, der um irgendwie eine Sonne kreist, also in dem Fall das Proton, sondern das Elektron ist eine Welle. Und diese Welle bildet eine bestimmte Wellenformation aus, nämlich diese hier. Und Sie können jetzt natürlich all das, wenn Sie clever sind, all das machen, was man mit Atomen so machen kann. Man kann nämlich diese Elektronenwellen in Überlagerungen bringen, also solche Wellenmuster erzeugen, ähnlich wie ich das bei den Wasserwellen gezeigt habe. Und wenn man mehrere solcher Quantenobjekte zusammenbringt, also zwei Atome beispielsweise, dann hat man ein Wellenmuster, das dann dem Kollektivverhalten dieser beiden Atome entspricht. Die beiden Atome verlieren im Grunde ihre Individualität und das, was entsteht, ist ein kollektives Wellenmuster. Wir nennen das technisch gesprochen Verschränkung. Und für die Beobachtung und den Beweis, dass diese Verschränkung tatsächlich in der Natur beobachtet werden kann, gab es den diesjährigen Nobelpreis an Anton Zeilinger, Clauser und Aspe. Und diese beiden Phänomene, nämlich das Spielen mit Wellen, mit Materiewellen, weil die Objekte, um die es hier geht, die tragen ja Masse, ja? Das macht im Grunde Quantentechnologie aus. Die Fähigkeit, solche Wellen zu manipulieren und mit solchen Wellen etwas Vernünftiges zu machen, was ihnen sofort durch den Kopf geht, ist, aha, so eine Welle ist immer irgendwie wie diese Wasserwellen ausgebreitet. Der ist immer ein Muster, das ist nicht in einem Raumpunkt lokalisiert, sondern das füllt den gesamten Teich aus. Und wenn ich an einer Stelle irgendwie störe, dann störe ich das gesamte Wellenmuster. Und genau das ist auf der einen Seite das große Potenzial, das man zu heben versucht in den Quantentechnologien. Aber auf der anderen Seite liegt darin auch schon der Kern der Antwort auf eine Frage, die Sie jetzt vielleicht alle haben. Warum laufen wir hier nicht in Wellenformationen rum? Das ist doch irgendwie seltsam. Ja? Wir bestehen aus Atomen, aus Molekülen, aber ich stehe hier vor Ihnen nicht als eine Welle, sondern offenbar als ein lokalisiertes Objekt. Also irgendwas muss ja passieren, wenn man in der Hierarchie der Struktur der Materie nach oben geht, sodass dieser Wellencharakter verloren geht. Und warum das verloren geht, da haben Sie wieder ein einfaches Bild. Sie sind wieder in der Friedrichsau, Sie schmeißen ein Steinchen und noch ein Steinchen rein, haben ein wunderbares Wellenmuster und dann kommen zwei spielende Kinder, die haben jeweils die ganze Hand voll mit Steine und schmeißen sie in den Teich rein und ihr Wellenmuster ist kaputt. Ja. Wird zerstört, fragmentiert, löst sich auf. Und genau das oder so ähnlich passiert das, wenn Materie sich konstituiert. Die Quanteneigenschaften überleben nur auf einem sehr kleinen mikroskopischen Bereich und sind in der Makrowelt, wie wir die Welt nennen, in der wir leben, nicht mehr nachweisbar oder zumindest bis jetzt nicht nachweisbar. Also die Herausforderung der Quantentechnologie besteht damit auch darin, diese sehr fragile Eigenschaft, dieses
dieses Wellencharakters möglichst zu bewahren. Und ein Großteil der Anstrengungen und auch der Herausforderungen liegen genau darin, die technischen Voraussetzungen, die technologischen Voraussetzungen zur Verfügung zu stellen, um die Manipulation, die ja in unserer Makrowelt zu erfolgen hat, hinunter auf das Niveau dieser Mikrowellen, und zwar nicht jetzt im sprichwörtlichen Sinne, sondern Mikromateriewellen tatsächlich zu gewährleisten. Und das will ich Ihnen zeigen. Und beginne mit dem, was wir die erste Generation der quantenbasierten Technologie nennen, die Standard ist, die sich überall findet. Ich könnte heute vor Ihnen gar nicht sprechen, wenn es diese Technologie nicht gäbe. Der Laser beispielsweise ist direkt eine Folge der Quanteneigenschaften, über die ich gerade sprach. Ich habe schon erwähnt, die Mikrochips, die im Grunde jetzt also die Verstärkerröhre von Anfang des 20. Jahrhunderts nach dem Zweiten Weltkrieg ersetzt haben. Viele von Ihnen, die jetzt also eine HiFi-Anlage haben, die lieben natürlich noch die Verstärkerröhren. Ja. Aber für Mobiltelefone wäre das sehr unpraktisch. Deswegen finden Sie Millionen solcher Mini-Verstärkerröhren, basierend auf Halbleitern, auf solchen Chips. GPS beispielsweise oder natürlich auch, und Sie sehen da im Hintergrund das Ulmer Münster, das ist nämlich ein Bild vom Universitätsklinikum, das MRT. Das MRT basiert auf der Tatsache, dass in Ihrem Körper letztlich Quantenobjekte herumschwirren, die auf eine sehr, sehr subtile Art und Weise Informationen tragen, die mithilfe dieser Gerätschaft, die enorm viel Lärm macht, weil dann ein Magnetfeld erzeugt wird, tatsächlich sichtbar wird. Das heißt, Quantenphysik ist bereits unser Alltag. Und das, was die nächste Generation der Quantentechnologie ausmacht, bezieht sich vor allen Dingen auf diesen Wellencharakter, auf diese seltsame Eigenschaft der Verschränkung, dass mehrere solcher Quantenobjekte in einer Kollektivwelle aufgehen. Und der gegenwärtige Stand des Wissens ist, dass es vier große Felder geben wird, in denen die Quantentechnologie dieser zweiten Generation tatsächlich zu einem Gamechanger werden kann. Das ist zum einen die Quantenkommunikation, das heißt die Übertragung von Informationen mit Hilfe solcher Quantenmateriewellen. Und es ist auch sofort einsichtig, warum das eine sehr starke Technologie sein kann, weil dieses Wellenfeld ja offenbar so sehr subtil auf äußere Störungen reagiert, wird jeder Spion, der versucht, Ihre Informationen auszulesen, dieses Wellenfeld beeinflussen und Sie haben sofort erkannt, aha, da ist irgendwas passiert, da ist abgehört worden. Ja? Das heißt, Kryptographie, die Verschlüsselung von Informationen, die Übertragung von Informationen ist eines der großen Felder und das ist tatsächlich etwas, was es schon gibt. Also vor etwa 2 Jahren wurde ein solches quantenverschlüsseltes Signal von China über einen Satelliten nach Wien übertragen und es ist die Vorstellung, dass tatsächlich ein quantenbasiertes Internet, natürlich nicht für jedermann, aber zum Beispiel für den Transfer von Informationen zwischen Banken, ja, und Sie können auch schon schnell erraten, wer sonst noch ganz sichere Informationen übertragen muss, ja, nämlich das Militär. Und natürlich auch unsere Politik, ja, damit nicht wieder das NSA mithört. Ja. Also das ist ein großes Feld, das sich im Augenblick in einer sehr rasanten Entwicklung vor allen Dingen in China befindet. Das zweite große Feld ist die Quantensensorik. Auch hier erwachsen aus der Vorstellung, dass kleinste Störungen an diesem Wellenfeld sichtbar gemacht werden und damit wir im Grunde in der Lage sind, Sensorik zu betreiben, die den Stand der Technik von jetzt bei weitem übersteigen. Und ich werde dazu gleich im Detail noch etwas zeigen. Das nächste ist vielleicht das prominenteste Thema, Quantencomputing. Ja. Auch dazu werde ich gleich etwas sagen. Also die Vorstellung, dass tatsächlich das herkömmliche High-Performance-Computing in wenigen Jahren abgelöst sein wird durch solche
durch solche Quantencomputer, denen wahre Wunderdinge zugeschrieben werden. Und da muss ich Ihnen jetzt zurufen, erstens wird die konventionelle High-Performance-Computing nicht abgelöst werden, sondern sie wird sich verbinden mit solchen Quantencomputern. Und zweitens müssen Sie sicherlich noch 10 Jahre warten, bis man dann wirklich von einem Quantencomputer sprechen kann. Aber wenn es dieses Objekt gibt, dann haben Sie alle, wenn Sie eine Online-Banküberweisung machen, ein echtes Problem. Ja? Weil wenn Sie eine Online-Banküberweisung machen, dann wird die Information, die Sie mit zwischen Ihrem PC und der Bank austauschen, die wird verschlüsselt nach einem bestimmten Code. Und Quantencomputer sind in der Lage, diesen Code in relativ kurzer Zeit zu knacken, im Gegensatz zu konventionellen Architekturen. Ja? Das heißt, das ist eine echte Gefahr, in Anführungszeichen, und man muss sich darüber Gedanken machen, was passiert dann. Und schließlich die Quantensimulation, das ist sozusagen die Vorstufe des Quantencomputing. Das ist in etwa so, als würden Sie sagen, ich will ein Verständnis der Dynamik einer Achterbahn gewinnen, zumindest in bestimmten Aspekten, und baue deshalb in meinem Wohnzimmer eine Murmelbahn auf. Ja? Das ist Quantensimulation. Sie nehmen einen, hallo Herr Zisch, Sie kennen das ja teilweise schon, Sie nehmen ein sehr, sehr komplexes Objekt, ein neues Material beispielsweise, ein Biomolekül, das Sie einsetzen wollen, um ein neues Vakzin zu entwickeln, und Sie simulieren dieses Objekt auf einem Quantenrechner. Und damit ganz kurz etwas zum Quantencomputing, weil das eben auch ein Themenfeld ist, das wir hier an der Universität Ulm am Standort Eselsberg intensiv bearbeiten. Und wie auch schon angedeutet, ist es tatsächlich so, dass wir ja am Standort nicht nur im Themenfeld Energie, sondern eben auch in diesem Zukunftsfeld Quantentechnologien zu einem der führenden Standorte in Deutschland und Europa und sogar der Welt zählen. Also Sie können im Grunde hier hautnah miterleben, da oben gar nicht weit von hier, was ich Ihnen jetzt hier erzähle. Was Sie hier sehen, ist eines der ersten Quantenbits. Das sieht so ein bisschen aus wie das, was Sie von einer Platine her kennen, und das ist tatsächlich auch so gemacht. Das ist mit lithografischen Techniken hergestellt. Das grün eingefärbte Zeug ist Aluminium. Und dieser Kasten da stellt genau das dar, was Herrn Zisch Drum nämlich ist. Das ist die Geometrie, in der die stehende Materiewelle eingeschlossen wird und damit dieses Wellenfeld erzeugt wird, das zu der Quantisierung der Energie in diesem Kasten führt. Und das Ganze muss abgekühlt werden, damit genau dieses Wellenfeld eben nicht kaputt gemacht wird. Auf wenige Bruchteile oberhalb der absoluten Temperatur bei minus 273 Grad. Und dann kann man eben dort nicht nur 0 und 1 wie bei einem klassischen Bit kodieren, sondern das Wellenfeld selber stellt einen gewissen Zustand dar, zum Beispiel den Zustand 0 und ein anderes Wellenfeld den Zustand 1. Und wenn Sie zwei Wellenfelder haben, dann ist es die Kunst des Experimentators, diese beiden Wellen zur Interferenz zu bringen, zur Superposition. Und dann können Sie nicht nur zwei Zustände mit einem solchen Quantenbit kodieren, sondern im Grunde die Menge aller Punkte auf der Kugeloberfläche. Und das bedeutet, dass Sie auf einmal eine grandiose Explosion an Möglichkeiten haben, um Informationen zu kodieren. Und das wird noch dramatischer, wenn Sie nicht nur ein, sondern so wie hier 2020 ein Intel-Chip sich anschauen, der 49 solcher Qubits hat, weil Sie jetzt viele solcher Quantenatome haben, die Sie mit einem kollektiven Wellenfeld miteinander verknüpfen können. Und dann entsteht das, was wir Verschränkung nennen, und technisch gesprochen bedeutet das eine massive Parallelisierung des Rechnens. Eine Parallelisierung, die so substanziell ist, dass es eben gelingt, damit Probleme zu lösen, so die Hoffnung, die eben mit herkömmlichen High-Performance-Computing-Architekturen nicht zugänglich sind. Und was hoffen wir, was man da entdecken kann? Chemie, Pharmazie, Materialwissenschaften, also im Grunde die gesamten
Wissenschaften, die überhaupt, auf denen unser Wohlstand basiert und in denen Entwicklung gegenwärtig stattfindet. Optimierung und Logistik. Ne? Also neulich sagte mir jemand bei der Deutschen Bahn, dass die Deutsche Bahn hofft, mit einem Quantencomputer ihr Verspätungsproblem zu lösen. Das glaube ich nicht. Ja? Nichtsdestotrotz ist sozusagen das Aufsetzen einer sozusagen on the fly, wie wir sagen, eines Fahrplans sozusagen innerhalb von Bruchteilen von Sekunden, wenn irgendwo eine Störung ist, nur möglich mit Hilfe eines solchen Quantencomputers. Analyse und Informationen aus und in großen Datenmengen, und hier schließt sich das Quantencomputing an die künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz und Quantencomputing werden zukünftig Hand in Hand gehen und riesige Datenmengen durchforsten. Ja, das können wir noch gar nicht absehen, aber die Auswirkungen, die das haben wird auf die Technologie und letztlich auch unser Alltagsleben, die werden sicherlich gewaltig sein. Schon jetzt ist es so, dass biochemische Forschung in weiten Teilen gar nicht mehr im Labor stattfindet, sondern darin, dass riesige Datensätze durchforstet werden auf bestimmte Muster, die dann Anlass geben zu zum Beispiel Vakzinentwicklung. Corona lässt grüßen. Und so sieht so ein Ding aus und steht hier in Baden-Württemberg, in Ehningen, südlich von Stuttgart. IBM Q heißt die Maschine. Die hat im Augenblick 27 solcher Qubits und wird bis zum Jahr 2023 etwa 1000 Qubits haben. Und wir rechnen auf dieser Maschine in Anführungszeichen. Das ist noch kein Quantencomputer, der tatsächlich verlässlich arbeitet. Aber wir lernen im Augenblick, wie mit dem Ding umzugehen ist. Und was noch viel wichtiger ist, wir lernen, dass es nicht nur darum geht, diesen kleinen Chip zu kontrollieren, sondern die gesamte Infrastruktur, das Ökosystem darum aufzubauen. Und wenn Sie sich überlegen, die Röhre, die ich Ihnen anfangs zeigte, was daraus sich entwickelt hat, der Transistor, und wenn Sie sich anschauen, was für eine Industrie um Informationstechnik wie sich gebildet hat, um ja, das Handy beispielsweise oder Rechner, dann können Sie erahnen, was sich in diesem Feld ebenfalls entwickeln muss. Und darum geht es eben nicht nur darum, dass Technologien hier mit dabei sein müssen, die direkt in der Lage sind, solche Quantenwellen in irgendeiner Weise zu manipulieren. Das machen dann die ganz abgefahrenen Nerds. Ja? Aber es geht vor allen Dingen um die Einbettung solcher Objekte in eine größere Infrastruktur, um den Aufbau von Kontrollinfrastruktur beispielsweise, also elektromagnetische Pulse, mit denen Verstärker, mit denen diese Objekte kontrolliert werden können. Und das ist im Augenblick dabei, sich zu entwickeln. Und IBM steigt da ein und Google steigt da ein und Amazon steigt da ein mit Programmen, die, das können wir uns gar nicht vorstellen, ja, die also in der Größenordnung von Milliarden liegen. Und das tun die nicht einfach nur aus Spielerei, sondern das tun die, weil die da sehen, da ist ein Potenzial. Und das Potenzial besteht nicht nur darin, Quantenphysiker wie mich irgendwie glücklich zu machen, sondern das Potenzial liegt vor allen Dingen in der Entwicklung einer Peripherie. Und damit setzen sie im Grunde dann auch Standard. Das ist nämlich der nächste Punkt. Also jede neue Technologieentwicklung, das wissen Sie alle, wird relativ schnell nur dann sich weiterentwickeln können, wenn sie Standards setzen. Und diejenigen, die hier teilhaben, setzen Standards. Und die große Sorge ist natürlich, dass diese Standards im Osten gesetzt werden, in China. Ja? Deswegen ist das so wichtig, dass wir an dieser Entwicklung mit teilhaben. Und damit komme ich zum zweiten großen Feld, das wir hier in Ulm tatsächlich bearbeiten, das ist die Quantensensorik. Und die Quantensensorik wird tatsächlich auch das erste Anwendungsfeld dieser zweiten Generation der Quantentechnologie sein, mit denen Sie in Kontakt kommen. Die Quantensensorik zielt darauf ab, in diesen Feldern, die dort aufgeführt sind, ganz neue Formen von Datenaufnahme und Datenanalyse zu gewährleisten. Also Internet of Things wurde schon genannt, ja. Mobilität, Gesundheit und Biomedizin, Nachhaltigkeit, all das basiert auf Sensorik. Unsere Zukunft wird eine Zukunft der Sensorik sein. Die Fahrzeuge, die Sie in 10 Jahren kaufen werden, werden vollgepackt sein mit Sensoren, die nicht nur Auskunft geben über den Zustand des Fahrzeugs, sondern auch über die Lage und den Ort des Fahrzeugs, eventuell sogar ihren Blutdruck messen. Ja, und das, also das ist das, was da vor uns liegt. Und der Durchbruch wird nur gelingen, wenn das
wenn solche kleinen Objekte, die Sie ja auch sonst hier an anderer Stelle ganz gern erwerben, die wir aber im Labor verwenden, um solche Quantensensoren zu bauen, nämlich Diamanten. Ja. Das hier ist ein Mini-Diamant, der ist also kleiner als ein Millimeter. Und der Diamant, das wissen Sie, ist eine sehr, sehr harte, sehr feste Struktur. Physikalisch gesprochen ist das ein Kristall, der extrem hart ist. Und wenn der Diamant anfängt zu funkeln, farblich zu funkeln, dann liegt in dieser Kristallstruktur eine Fehlstelle vor. Das passiert ab und an und das kann man auch gezielt so einbauen. Und diese Fehlstelle verhält sich wie ein Atom und ist durch den Kristall abgeschirmt von all dem Grausigen, was hier in der Makrowelt sich so zuträgt und dazu angetan ist, diese Materiewelle in diesem Diamanten kaputt zu machen. Deswegen kann man Quantenphänomene mit Diamanten sogar bei Raumtemperatur beobachten. Sie brauchen gar nichts kühlen. Ja? Und hier ist ein Beispiel. Das ist also jetzt, upsala, das ist jetzt also hier dieser Diamant und da ist diese Fehlstelle und hier obendrauf befindet sich ein Protein. Und was Sie jetzt vermessen, sind im Grunde der magnetische Eigenschaften dieses Proteins und diese magnetischen Eigenschaften geben Auskunft über den Typ des Proteins, geben auch Eigenschaften über eventuell maligne, also pathologische Formen von solchen Proteinansammlungen. Und das ist genau die Zielrichtung, in der diese Quantensensorik geht, im Bereich der Medizin beispielsweise zu ganz neuen und hochsensitiven Verfahren zu kommen. Also beispielsweise aus Ihrem Blut winzigste Schnipsel eines DNA-Schnipsel eines malignen Tumors herauszufiltern. Das gelingt im Augenblick nicht mit den üblichen sensorischen Verfahren. Der Tumor muss im Grunde schon eine gewisse Größe haben, damit er so viel DNA-Material freisetzt, dass man das tatsächlich auch diagnostizieren kann. Stellen Sie sich vor, da reichen bereits wenige DNA-Schnipsel, um da festzustellen, da muss man Obacht geben, da funktioniert irgendwas nicht richtig im Stoffwechsel einer Zelle und kann dann eben entsprechende Therapie tatsächlich auch auf den Weg bringen. Und das machen wir beispielsweise in engem Verbund auch mit der Universitätsklinik und mit Kollegen an der Universitätsklinik, genau solche Sensoren zu entwickeln. Und damit zum Abschluss zwei Folien, die Ihnen zeigen, ich hatte das ja schon immer wieder einfließen lassen, dass das nicht eine nur Ulmer Aktivität, das ist eine globale Aktivität, die in den letzten Jahren vor allen Dingen von den USA, der Europäischen Union, China, habe ich schon genannt, Australien und Kanada vorangetrieben wurde, mit für die öffentliche Hand enormen Investitionen. Also allein bis 2022 wurden etwa 20 Milliarden allein an staatlichen Programmen auf den Weg gebracht, um in diesem Feld Fortschritte zu machen. Die großen Firmen hatte ich schon genannt und der Untertitel zeigt Ihnen auch nochmal, woran die interessiert sind. Die sind daran interessiert, eine Infrastruktur aufzubauen. Die sind nicht nur daran interessiert, dieses komische Ding da in Eningen zu betreiben, sondern eine Infrastruktur, die ihnen einen Platz gibt, von dem sie dann nicht mehr vertrieben werden können. Und deswegen müssen wir da mitmachen. Und eine weitere Begleiterscheinung, eine unglaublich lebhafte Start-up-Szene, wie wir sie in Deutschland in dieser Form nicht so ohne weiteres erlebt haben. Und auch in Ulm sind eine ganze Reihe von Start-up-Unternehmen, Envision, Tensor Solution, ItsQ und da kommen noch sehr, sehr viel mehr dazu. Warum? Weil als Standort für das DLR-Institut für Quantentechnologien im Weltraum der Ulmer Standort mehrere hundert Millionen verausgabt, und zwar nicht an die Akademie, sondern an die Unternehmen, mit dem Ziel, Quantentechnologien hier am Standort, und Sie werden sich fragen, wo? In dem ehemaligen Daimler-Gebäude, ja, das schöne Richard-Meyers-Gebäude, ein riesiger Campus, den das DLR gekauft hat, zigtausend Quadratmeter und dort werden in den nächsten Jahren, sind bereits Gruppen, die dort
solche Quantentechnologien vorantreiben, die teilweise auch aus dem Ausland, also aus Österreich oder aus Finnland oder aus Bayern, Entschuldigung, kommen, um hier am Ulmer Standort Quantentechnologie zu betreiben. Und die Uni Ulm, ja, das wurde auch eingangs schon erwähnt, ist einer der sichtbarsten Standorte in der Bundesrepublik, in Europa und weltweit, mit einer ganzen Reihe von großen Projekten. Das sogenannte IQST, das Zentrum für integrierte Quantenwissenschaften und Technologien, ist das erste Quantenzentrum der Bundesrepublik, vor etwa 10 Jahren gegründet, verbindet Ulm mit der Universität Stuttgart und dem Max-Planck-Institut in Stuttgart. Institut für Quantentechnologie hatte ich schon genannt. Interessant ist dieses Projekt QSense. Das ist einer der Cluster for Future, heißt dieses Format, die vom BMBF gefördert werden. Es ist der einzige Cluster, der tatsächlich im Bereich der Quantentechnologien unterwegs ist. In diesem Cluster werden so um die 60, 65 Millionen verausgabt in den nächsten Jahren. Und das Interessante ist, das geht nur mit Unternehmen. Das ist das Ziel dieser Förderung. Da ist also Bosch dabei, da ist Trumpf dabei, da ist Daimler dabei, da ist Zeiss dabei, da ist aber zum Beispiel auch Böhringer Ingelheim dabei. Ja, als ich Herrn Steenkamp im Forschungsvorstand von Böhringer Ingelheim davon erzählte und ihm warnte, dass das Ganze aber lange dauern kann, da sagte er nur, Herr Ankerholt, das ist bei uns gar kein Problem. Wir rechnen immer so in Zeitskalen von 10 Jahren, weil das ist die typische Zeitskala, auf der neue Vakzine beispielsweise entwickelt werden. Also ein sehr enger Verbund in Baden-Württemberg und auch darüber hinaus von Akademie und Industrie. Und eben Start-ups, ich nannte schon einige, und da tut sich im Augenblick tatsächlich viel, und das, was toll ist zu sehen für solche Leute wie mich, dass vor allem die jungen Leute, dass die anfangen, da einzusteigen. Nach ihrer Promotion dann finden die sich zusammen, teilweise sehr niederschwelligen Einstieg zu schaffen, gründen ein Unternehmen. Das tun sie unter dem Dach der Universität und dann werden die irgendwann größer und ziehen dann zum Beispiel auf den Eselsberg in die Gebäude, die wir eben auch in engem Verbund mit der Stadt dort entstehen lassen. Also das ist auch für den Standort natürlich eine enorme Entwicklung, die jetzt mit diesen Quantentechnologien verknüpft ist. Und damit komme ich zum Ende. Und möchte das mit diesem Blick beenden, der, und damit komme ich auf die Worte, die Sie eingangs nannten, Herr Fritz, nämlich die furchtbaren Geschehnisse und auch die Unwägbarkeiten, die gegenwärtig die Welt bestimmen und die manchmal dann auch zu dem Eindruck führen, dass wir in so einer Umbruchssituation sind, dass wir gar nicht wissen, wie wir rauskommen. Dieser Blick zeigt Ihnen, dass ein gewisser Optimismus immer weiter hilft. Ja. Und ich kann Ihnen sagen, die Grundlagen dieser Quantentechnologien wurden entwickelt in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, die vermutlich von politischen aus gesehen ein Zeitraum sind, den wir nicht nochmal wieder erleben möchten. Ja. Und er ist entstanden mit dem Optimismus und mit der Aufbruchsstimmung der Personen, die dahinter stehen. Also mit diesem Blick, mit dem Mut, mit dem unsere Vorväter und Vormütter hier vor mehr als 500 Jahren wagten, ein solches Gebäude überhaupt zu konzipieren, möchte ich zum Ende kommen und hoffe, dass Sie ein wenig von der Aura dieser Quantenwellen mitgenommen haben und demnächst nicht mehr staunend davor stehen, sondern sagen, ich weiß, was das ist, das sind nichts anderes als Wellenphänomene und die kenne ich ja, wenn ich jetzt also meine Taschenlampe oder mein Autolicht an. Dann ist es im Grunde eine andere Form von Wellenformation. Ich bedanke mich bei Ihnen.